So, da sind wir wieder zu Battlefield und ja, Team Deathmatch, noch Kanäle. Fett Bock gehabt auf Team Deathmatch, ganz kurz aber nur. Und Alter, leck mich am Arsch, ruckelt das wieder. Ja, es ruckelt wieder. Ja. Leck mich am Arsch, ist das geil. Oh. Dieses Ruckelgefühl. Oh, leck mich am Arsch. Oh, ich kann nicht mehr. Den Druck lösen. Na kommt, ihr Säcke. Au. Ja, ihr wollt's doch alle. Aua. Yeah. Warte mal. Gibt's Regeln? Ich hab keine Regeln. Vermutlich mal. Ich hab keine gesehen. Dann würden sie nochmal dastehen, oder? Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Wenn es Regeln gibt, dann werde ich es merken. Dann würde ich runterfliegen. Ach, fick noch. Leck mich. Leck mich an meinen haarigen Nüssen, Alter. Leck mich an meinen haarigen Nüssen. Ob das theoretisch geht? Wäre mal interessant zu wissen, weil theoretisch haben ja Shotguns eine richtig fette Reichweite. Gibt's doch nicht. Na! No! Mit Rage! Bam! Oh! Scheiße! Fail! So, ich muss mal ruhiger bleiben. Das krieg ich aber auch hin. Ich krieg das hin. Ich bin ja die Uhrenperson. Kennt ihr ja von mir. Lol. Was? 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 Hilfe! Alter! Was? Ich seh nicht durch. Ja, ich bin die Ruhenperson. Die Runde hat doch gar nicht richtig an. Also ich bin richtig am Ende gekommen. Das wollte ich ja auch. Ich will nicht so viel lamentiert machen. Nein! Doch, ich wollte ein Messer. Scheiße. Mensch, Messern ist gerade nicht so gut. Ich habe gerade, ich glaube, was ist das? Meine viertbeste, drittbeste. Messer ist meine viertbeste Waffe, glaube ich, war das. Ich hab 500 Kills mit der. Finde ich cool. Alter! Komm, lass mir durch, ey. Kollege! Arschgesicht! Der rennt hier mit einer Armbrust rum? Ja, auch mal interessant. Hab ich auch noch nicht gesehen. Auf Noscherkanäle. Eine Armbrust. Ist mir neu. Der schießt in die Luft. Nicht meine Taktik, aber wenn man Spaß dran hat. Hey, ist sein Spiel. Kann man machen mit, damit, was er will. Macht das nicht Spaß? Und da ruhig kriechen. Oh, leck mich am Arsch. Das ging schnell. Der hat das Rambo-Zeichen, der hackt bestimmt. Ich weiß nicht, wie man das bekommen soll. Ich habe keinen Plan. Na, oh, komm! Och, ich war sogar schon in der Sequenz. Mann, ich will doch nur jemanden messern. Ich liebe es, wenn ich bei jemandem bei Deathmatch messern kann, weil das regt so einen auf. Wenn man sowas da nicht gefasst ist. Messer. Boah, ich fail aber auch gerade, ey. Ich sterbe ja nur noch. Guck mal an. 8, 9. 108,35, ey. Glaubt er selber nicht. Glaubt er selber nicht. Au, lass mich mal durch. Boah, man fickt die so einfach. Was? M98B? Wer hat das denn gemacht? Ey, manche Leute. Das würde ich gerne mal. Der hätte ich gerne. Der Spawn und tot, finde ich auch geil. Der hätte ich gerne Killcam. Wie die das nämlich machen, das würde ich gerne sehen. Aber hat Battlefield ja leider nicht. Eine Killcam. Wäre auch total unnötig. Sieht man die ganze Zeit, wie man da.
Boah, Leute, die schießt ganz schön schnell. Hab ich gar nicht gemerkt. Alter, und die Waffe. Boah, ich kann töten mir hier damit, ey. Also, naja, tue ich sowieso, aber egal. Nein, ich hab verfehlt. Dort gibt's doch. Oh. Oh, du Arsch. Boah, das war jetzt erstaunlich kurz. Leg mich am Arsch. Das war jetzt wirklich erstaunlich kurz. Wie lange war das? 6 Minuten? 7? Nicht länger? Scheiß jemand an. Das ging aber fix, du. Ja, komm, dann nehme ich nochmal ein bisschen Team Deathmatch mit, würde ich sagen, oder? Oder? Nee, 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 ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns dann bei einer schönen Eroberungsrunde. Oh ja, schön erobern, das macht Spaß. Ja, bis gleich. So. 5 von Team Deathmatch, jetzt zu Caspian Border Eroberung. Meine Lieblingsmap. Yes! Habe ich ja versprochen, dass das jetzt so weitergeht. Muss mal gucken, bis wann ich das mache. Okay, und dann mache ich einen Cut. Bis dahin, falls es länger geht, ich weiß auch nicht, ob ich durchspielen werde, ob ich Lust dazu habe, weil dann habt ihr 3 Parts, hättet ihr dann, wahrscheinlich 3 Parts, die ihr dann sehen würdet. Das wäre doch mal super Tanz, super Tastik und so. 3 neue Parts von Battlefield. 3 Tage, vielleicht auch mehr als 3 Tage. Mal sehen, wie ich es hochladen werde. Von neu Battlefield, ist doch geil. Ich hoffe mal, es wird auch ein Battlefield Battle geben. Also Let's Battle. Wie von Black Ops, was ich jetzt mal bald hochladen sollte. Habe ich noch nicht, muss ich mal machen. Ich hoffe, ich habe es dann schon, wenn es hier oben ist, aber ich glaube mal ja. Ich hoffe, es gibt es auch mal hier vorne, aber es ist halt schwierig, hier ein Battle zu machen, muss man sagen. Vor allem. Naja, es ist halt scheiße schwierig. Ich meine, das finde ich persönlich. Weil dann immer welche wieder auf den Server kommen, das hatten wir bis jetzt immer. Als ich versucht habe, mit meinen Freunden da versucht, ein Private Match zu machen bei Battlefield. Auf Close Quarters oder sowas, oder was weiß ich. Oder Waffenspiel oder was weiß ich. War es halt scheiße schwer, weil da immer wieder, also wirklich immer wieder welche raufgekommen sind. Das kriegt man ja kaum hin, man kriegt ja keine. Ich weiß auch nicht, wie man einen privaten Server geschissen bekommt. Muss ich mal vielleicht gucken, ob das vielleicht geht. Und vielleicht uns vielleicht einen privaten Server holen. Aber sonst ist der ja völlig für den Arsch. Kriegst ja nicht hin. Normal. Also deshalb. Muss ich gucken, wie das denn läuft. Hauptsache, wir können mal ein Private Match aufnehmen. Das würde ich nämlich gerne machen bei BF. Es ist richtig geil, Private. Wenn man es dann hinbekommt. War so ein schönes Squad-Deathmatch-Ding. Da würde Private auch gehen, weil da ist auch Private geil. Es ist so viel bei Battlefield geil. Ist unglaublich. Spielt mehr Battlefield, Leute. Spielt mehr Battlefield, wenn ihr das seht. Viel mehr Battlefield. Ist gut für die Gesundheit und so. Augenkoordinierung. Handkoordinierung. Schnellere Reflexe. All der Scheiß. Hutkontrolle. All der Scheiß. Oh, aua. Aua, aua, aua. Aua. Kann ich den irgendwo abstellen? Nee. Ich warte erstmal hier. Taktisches Warten. Denn, so von Deckung zu Deckung. Oh, lol. Der wurde hart genatzt. Kann halt von da oben. Einfach mal cool. Ich hoffe mal nicht. Denn wenn da oben welche sind, hasse ich das. Ich mag das nicht, wenn eigentlich welche da oben sind. Die sind nämlich auch hartnäckig abzuschießen. Oh, da ist noch ein Tank. Den halte ich mich mal fern. Ich hoffe, der wird, wo ist denn der hin? Oh, boah, die gehen aber schnell, Truppen der Waffe.
Ich unterschätze die immer wieder. Da ist noch einer. Ja, den habe ich gesehen. Nee, 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 Kollege. Aua. Was war der denn jetzt? Gemessert werden, er YouTube-Bot fährt. Idiot. Boah, ja, ich muss mal dieses Stock-Tag raufmachen, richtig. Ich muss mir das mal raufmachen, das habe ich ganz vergessen. Ich habe den Schatten gesehen. Da. Fick dich. Ich habe den Schatten gesehen. Hä? Na, geht doch, wollte schon sagen. Ich habe den Schatten gesehen. Ich achte jetzt auf sowas, seit ich öfters MW2 gespielt habe. Achte ich jetzt mehr darauf. Muss auch mehr auf die Eiszeit drauf achten, sonst verfliegt ihr hier wie im Nu. Wir kontrollieren alle Objectives. Ich wiederhole, wir kontrollieren alle Objectives. Bla bla bla. Der Panzer wurde richtig gefickt, genau wie ich von der Viper. Daumen hoch. Yeah. Halb 3 Uhr morgens. Ist entspannt, ist das entspannt. Ich fühle mich erstaunlich gut. Das sind halt Zockergene, da kann man aufbleiben wie, keine Ahnung, kein zweiter. Wahrscheinlich kann jeder Jugendliche so, oder generell jeder Mensch so lange aufbleiben wie kein zweiter. Also wie jeder. Aber, keine Ahnung. Nächte durchmachen, das kann ich auch gut. Problem ist, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, bin total untrainiert und so. Nein, nein. Nächte durchmachen mache ich nicht oft, echt nicht oft. Vielleicht 1, 2 Mal im, keine Ahnung, was weiß ich, zähle doch nicht mit. Wenn ich wach bleibe, dann bleibe ich wach. Wenn ich nicht pennen will, dann penne ich nicht. Das ist ganz einfach. Das ist das Prinzip des nicht pennen gehens. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Denn ich mache das hier allein und es ist ja kein Singleplayer-Projekt, wo man hier gerade über eine Story reden könnte. Deshalb muss ich gerade über Scheiße reden und es ist schwierig. Das stellt man sich gar nicht vor, wie schwierig das ist zu Let's Playen. Eigentlich nicht, aber ich sag's jetzt einfach mal. Weil man weiß nie, also man muss schon richtig kommentieren und gute Qualität bringen und gucken, dass alles richtig läuft, rechtlich gesehen auch. Und man muss ja auch ein bisschen spielen können. Ein bisschen wenigstens, ein bisschen. Aber gucken, vor allem muss man auf darauf achten, was man sagt. Weil manche mögen ja halt die lustige Schiene total. Wenn man halt Witze macht oder was weiß ich, oder total die, eigentlich auch total die Scheiße labert, so wie ich gerade. Oder halt total ernst ist, denn mal über ernste Themen redet oder Scheiße von 1 Million Panzern angeschossen wird oder so. Das mögen doch auch viele Leute. Und ich hänge gerade fest. Oder wenn. Boah, gibt's doch nicht! Nein, das gibt's doch auch nicht! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Scheiße. Oder wenn halt mal zwischendurch. Halt mal zwischendurch. Mal ernst geredet wird. Wo es dann halt auch so ein bisschen auflockert. Ich weiß halt nicht, was am besten zu mir passt. Das sagt mir ja auch keiner. Was sagt ihr mir das nicht von den 1,5 Zuschauern, die zugucken? Was wird mir das nicht gesagt? Boah, das war nice. Finde ich nicht okay, dass ihr mir das nicht sagt, ne? Finde ich echt nicht okay. Aber, es ist halt schwierig. Der hat Dämme auf mich geschossen? Du Arsch! Es ist halt schon schwierig, das rauszufinden, weil ich mache ja bis jetzt mehr auf die lustige Schiene, so hier, na, lustige Schiene, halt Scheiße labern, ne? Aber ich würde gerne schon über ernste Themen reden, weil mir das mehr gefällt, weil wenn ich halt alleine rumrenne oder, keine Ahnung, alleine gerade bin, denke ich oft über sowas nach. Also schon über, naja, Erwachsenen-Themen und tja, ich bin halt reif, ne? Ach, komm, das ist alles eine Lüge. Auf jeden Fall, halt worüber Jugendliche halt über den Müll nachdenken, der eigentlich total unnötig ist, den
die man als Erwachsener sowieso vergisst, wenn man dann andere Sorgen hat. Aber da ich noch keine großen Sorgen habe, beziehungsweise doch Sorgen habe, aber über mir die Sorgen, über diese Sorgen mir noch nicht bewusst bin, ich deshalb das hier mache. Immer weg! Nein! Oh, du Arsch! Du da! Genau du da unten! Leck mich! Aber ja, ich würde gerne Feedback hören. Wenn es möglich wäre, welchen abzugeben. Aber das muss ich mir erstmal hart erarbeiten. Darum geht's ja beim Let's Play. Wenn man sich das nicht hart erarbeitet, dann kriegt man das nicht. Es geht ja nicht, fällt ja nicht alles ein in die Schoß. Ist ja auch nicht schlimm, das ist ja sogar gut. Da lernt man mal, dass man hart arbeiten muss für das, was man bekommen will. Das mag ich ja. Also, dass man nicht alles in den Schoß bekommt. Weil es ist ja nicht das Leben, so ist das ja halt nicht, dass man alles bekommt, was man will. Ist halt scheiße, dann weiß man nicht halt, wie es wirklich im Leben klarkommt, wenn man wenn halt wirklich mal was passiert, worauf man halt nicht gefasst ist. Wie zum Beispiel, du hast Asthma, du hast AIDS, du, andere Geschlechtskrankheiten, keine Ahnung, ich laber schon wieder Müll. Du hast Geldprobleme, deine Frau hat dich verlassen und halt so ein Müll, der halt passieren kann. Halt ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber der passieren kann. Aber da passiert bist am Arsch. Du hast halt keine Ahnung, weil du alles in den Arsch gezogen bekommst, halt finde ich so weit wie bei Let's Playen, dass man so ist halt meistens, wenn man nicht gerade gehypt wird von berühmten Let's Playern. Ich kenne da gerade keinen, der bis jetzt gemacht wurde. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so wäre, dass man von Gronkh oder Peacemeat oder Sarazza oder was weiß ich, schlag mich tot, sogar Hype wird, dann natürlich kriegt man dann das alles in den Schoß geworfen, musste man dann trotzdem noch high, gute Videos machen mit High Quality und all das, aber sich nicht mehr so stark anstrengen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil man schon die Aufmerksamkeit von anderen bekommen hat. Sehr stark. Wie zum Beispiel, naja, halt dieses, wie soll ich das sagen? Oh, leck mich doch. Dass man, ja, also wie bei uns. Ich mache jetzt 1080p Videos. Also qualitativ hochwertige Videos. Ich versuche jetzt hier ordentlich Let's Plays zu machen mit ordentlichen Kommentatoren, ordentlich kommentieren. Halt alles richtig versuche zu professionell zu machen. Ne, also schon gut. Schon ordentlich, ne? Aber es kommt halt noch nicht so viel dabei rum. Wie sich das manche vorstellen. Was ja auch berechtigt ist, muss man ja sagen, finde ich. Ist schon nicht unberechtigt, das zu fragen, warum wir nicht mehr bekommen. Wo wir es professionell schon hinbekommen. Es ist halt einfach so. Man wird nicht einfach so angeklickt. Das ist halt Zufall, ob man angeklickt wird oder nicht. Viele haben halt schon ihre Standard-Let's Player, die jetzt halt so unterwegs sind. Und bleiben auch bei denen. Weil es für die halt einfach ist. Sie haben halt einen geregelten Lauf, woran sie sich festhalten können. Das ist halt viel einfacher, wenn man seine geplanten Let's Player hat. Zum Beispiel bei Gronkh, der macht auch unbekanntere Let's Plays, was halt total super ist. Und man halt schon manchmal sieht, was kann ich denn noch spielen? Oder Leute, die bekanntere spielen, wie Sarazza oder Peacemeat. Die spielen halt bekanntere Spiele, wo man so sieht, ist das Spiel gut, könnte ich mir das holen? Und ich würde einfach gerne mal die Jungs sehen, wie sie spielen. Sowas halt. Und dann haben wir halt als Neulinge, die ja neu reinkommen, halt ein Problem. Ich muss auch sagen, man kann halt, es gibt halt, oh Gott, ich schnupp da jetzt rum, während ich jetzt rede. Siehst du? Geht nicht. Ich kann sowas nicht. Zum Beispiel, ich kann nicht gleichzeitig so reden und gut spielen. Aber, was will man machen? Auf jeden Fall, haben wir dann halt das Problem, wir sind halt Standard. Meines Erachtens nach sind wir schon, in diesem Standard-Ding feststeckend. So. Wir meinen zwar, wir sind gut. Aber es kommt halt nicht so an, als wären wir gut. Wir haben jetzt
keine Ahnung, 170 Abos, über 170 Abos, ein paar. Was ich natürlich echt geil finde, schon. Was halt aber nicht geguckt wird, wir kriegen keine 170 Zuschauer. Nicht mal im Entferntesten. Nicht im Entferntesten. Und... ja... das ist halt... was will man machen? Man hat zwar die Abos, aber man hat halt nicht die Zuschauer, worum es bei mir geht. Ich möchte, dass Leute meine Videos schauen, weil ich das halt für sie mache. Für euch. Ich möchte schon, dass ihr das anseht. Ne? Deshalb mache ich das. Damit ihr das seht. Ich mach's für euch. Ihr habt's... oh Gott. Die Erleuchtung. Ich mach das für euch. Ja. Egal. Aber... das ist halt schon schwierig. Deshalb finde ich auch geil, wenn Let's Player diese ZDKs machen, diese Zeige deinen Kanal-Dinger. Wo du halt dich vorstellst, eine Audiodatei aufnimmst und ein Hintergrundbild dazufügst von deinem Kanal oder was weiß ich. Und halt über dich redest. Also über deine Projekte. Vielleicht was Persönliches von dir oder was weiß ich halt. Was wir schon mal gemacht haben. Was haben wir schon mal gemacht? ZDK, was haben wir schon mal gemacht? Und sowas zum Beispiel ist gut. Ja, da haben wir mal eine größere Chance, uns zu beweisen, dass wir was können und auch wirklich das wollen. Und es hat schon halbwegs gut geklappt, sagen wir mal, mit den ZDKs. Haben schon ein paar Abos dazu bekommen, aber halt keine Viewer. Das ist das Problem. Wir brauchen Viewer. Leider ist auch wieder bei den ZDKs das Problem. Wenn das berühmte Let's Player machen, wie Sarazza das mal gemacht hat, Sarazza hat das auch mal gezeigt, dieses Community-Ding da, wo man Let's Plays an ihn schicken konnte und er entschieden hat, ob er das hochlädt oder nicht. Und das hat er mal gemacht. Da gab es halt Probleme mit den Leuten. So, sie sagten dann so, ja, nee, wieso hast du mich nicht genommen? Und was ist mit mir? Und da haben halt Millionen Leute an ihn die Videos geschickt. Und er konnte halt nicht alle auf einmal hochladen. Das geht ja nicht, das kann er nicht machen. Überfordert ja auch die anderen damit. Und wenn er zu viele zeigt, was sollen all seine Zuschauer mit all diesen Kanälen, mit allen von diesen Kanälen? Das bringt ja auch nichts. Das ist halt das Schwierige. Bei solchen großen. Deshalb ist es bei kleinen, was heißt bei kleineren, bei welchen, die halt nicht Deutschland bekannt sind oder unter Let's Playern, bei solchen gehypt werden, weil die können so in die, sagen wir mal, Mittelklasse kommen. In diese Tausend-Abo-Grenze. Halt, was für mich die Mittelklasse ist. 1000 Abos, ne? So. Tausender bis Zehntausender. So, Mittelklasse. Ordentlich halt. Und das ist für die dann halt eine Chance. Und dann haben die halt auch die Chance, weil die ja dann halt in diese Tausender sind und durch ihre Freunde und von den Freunden da halt neue Zuschauer bekommen können, dann halt immer höher kommen können. Da, von dort an wäre es super anzufangen. Da würde ich gerne hinkommen. In diesen Tausenderbereich, wo wir dann auch Zuschauer haben, so um die 100 und schlag mich tot. Das wäre halt super. Das wäre halt richtig, richtig super, wenn wir da hinkommen würden. Irgendwie, also wirklich, keine Ahnung wie, irgendwie. Wenn ich nach München gehen muss, zu GameStar und meinen Kanal präsentieren muss, ist mir Latte. Irgendwie. Aber, du, leck mich am Arsch, das wäre derbs geil. Also, wenn wir so weit kommen, sage ich zu mir, ich fühle mich gut. Wäre super, wenn es halt so weitergehen würde. Dass wir haben dann halt Stamm-Viewer, die es dann halt immer gucken und dann halt kriegen irgendwie mal mehr, weil bei den Tausendern kann es halt richtig losgehen. Durch die Stammzuschauer, weil da kriegen wir an den Seiten, wo halt die Vorschläge kommen, kommen wir erst richtig dann. So bei Table Tennis Gamer, die jetzt dann so sind, oder Bucket.de, was weiß ich. So was dann. Ja, das wäre fantastico. Und komm, ich geh mal kurz zu denen nach da oben.
mache jetzt mal kurz einen Cut bis zur nächsten Folge. Und zwar genau hier. Warte mal. So, genau hier. Genau hier mache ich jetzt einen Cut. So, Cut.